Hi und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Weiter geht es mit dem 21. Spieltag der Bundesliga und für diesen haben wir eine Prognose für euch vorbereitet, die wir gerne mit euch teilen würden. Vorher aber die Auswertung der letzten Bulli-Prognose aus dem letzten YouTube-Video. Und zwar hatten wir ja einen Tipp zu der Partie zwischen TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt veröffentlicht. Der Tipp lautete über 1,5 Teamtore Eintracht Frankfurt und der Tipp ist wie erwartet durchgegangen. Eintracht Frankfurt ist nämlich mit 1:3 als der Sieger vom Platz gegangen. Auf jeden Fall Glückwunsch an alle, die mitgegangen sind. Weiterhin gab es ja ein kleines Gewinnspiel zu der gleichen Partie und da hat Robert Schmitz gewonnen. Du hast das richtige Ergebnis erraten. Glückwunsch an dieser Stelle. Unten in der Beschreibung findest du unsere E-Mail. Kontaktiere uns einfach und hol dir deinen wohlverdienten Amazon-Gutschein in Höhe von 10 Euro ab oder im Wert von 10 Euro ab. Bevor es mit der Prognose weitergeht, bitte vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine Videos verpasst und auch bei neuen Videos immer benachrichtigt werdet. Vielen Dank und los geht's. Unsere Prognose führt uns zu der Partie zwischen Bayer Leverkusen und FSV Mainz 05. Generell werden wir dieses Wochenende besonders aufpassen aufgrund der ganzen Wetterbedingungen, Schnee und so weiter und so fort. Aber in Leverkusen scheinen die Witterungsbedingungen gut zu wirken. Der Platz scheint ja auf jeden Fall gut gepflegt zu sein, schneefrei zu sein und dementsprechend sollte der Platz auch bespielbar sein, sodass wir hier bereits pre eine Wette an euch empfehlen können. Leverkusen schwächelte in den letzten Wochen etwas, meldete sich jetzt aber mit einem eindrucksvollen 5:2-Sieg über VfL Stuttgart zurück. Und ja, das musste eigentlich auch kommen, denn gegen Essen musste man eine kleine DFB-Pokalpleite verkraften. Man hatte massig Chancen. Das Spiel hätte auch gut 3:0, 4:0, 5:0 Richtung Bayer Leverkusen ausgehen können. Jedoch ist am Ende Essen nach der Verlängerung als Sieger vom Platz gegangen. Und so schoss man sich den Frust von der Seele gegen Stuttgart und gewann 5:2. Genau die passende Antwort. Dem hierbei blühte unter dem Ausfall von Amiri wieder auf und konnte gleich doppelt treffen. Und auch der 17 Jahre junge Wirtz hat sich inzwischen im Mittelfeld festgespielt und glänzt mit starken Pässen und auch mit guter Torgefahr. Bailey und Diaby kurbeln das Tempo über die Außenbahn extrem an und sind immer wieder brandgefährlich. Einzig allein in der Sturmmitte ist noch etwas der Wurm drin, was aber der Rest der Mannschaft auf jeden Fall sehr gut auffängt. Die Mainzer konnten zwei der letzten drei Spiele für sich entscheiden. Das Spiel gegen RB Leipzig hatten wir ja bereits ausführlich beschrieben. Die Mainzer gewannen ja eigentlich nicht aus dem Spiel heraus, denn verdienterweise hätte hier RB Leipzig als Sieger vom Platz gehen müssen. Man gewann hier nur durch Standards. Gegen Union Berlin eine ähnliche Ausgangslage. Man gewann zwar 1:0, aber man hat einen Elfmeter gepfiffen bekommen. Alles in allem muss man einfach sagen, dass die Mainzer vorne harmlos sind. Es wird nicht genug Gefahr entwickelt und gegen Bayer Leverkusen sollte man nicht nur mit Standards durchkommen, denn Bayer Leverkusen hat einfach eine solide Abwehr und sollte dementsprechend dagegen halten können. Die Abwehr von Mainz ist zwar groß, aber gleichzeitig auch hüftsteif. Man wird gegen Leverkusen viel hinterherlaufen müssen und dadurch, dass Leverkusen generell das Spiel in die Breite zieht, wird man es immer wieder schaffen, die Verteidiger auseinanderzuziehen, an die Grundlinie durchzustoßen und dementsprechend hinter die letzte Kette zu kommen. Und aus diesem Grund gehen wir fest davon aus, dass Bayer Leverkusen als der Sieger vom Platz gehen wird. Wir tendieren sogar eher dazu, dass Leverkusen hier mit mindestens 2 Toren Differenz als der Sieger vom Platz gehen wird. Und dementsprechend können wir euch guten Gewissens empfehlen, auf das Asian Handicap minus 1.0 Richtung Leverkusen zu gehen. Bei einem Tordifferenz, bei genau einem Tordifferenz, gibt es Cashback, Geld zurück. Bei mindestens 2 Toren Differenz ist die Wette gewonnen. Das war unsere Prognose zum 21. Spieltag der Bundesliga. Für alle Tipps, für alle Begründungen, für die besten Quoten, check gerne unsere Premium-Gruppe aus. Alle Infos auf unserer Homepage. Und sonst starten wir wie gewohnt ein kleines Gewinnspiel. Und zwar zu der Partie zwischen Wolfsburg und Gladbach. Sonntag 18 Uhr. Einfach unten in die Kommentare euer Ergebnis kommentieren. Gerne ein Like hinterlassen. Und schon macht ihr mit. Unter allen Gewinnern wird ein Amazon-Gutschein im Wert von 10 Euro verlost. Und sonst hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat, würden uns riesig über einen Daumen nach oben freuen, wünschen euch jetzt schon einen guten Start ins Wochenende, alles Gute, ganz viel Wettererfolg und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles Gute, ciao!